Neueröffnung. Nach umfassenden Umbauarbeiten hat heute die Kinderhilfsstiftung e.V. den Fechenheimer Tabaluga-Spielplatz an die Stadt Frankfurt übergeben. Die integrative Spielanlage ist für Kinder mit und ohne Behinderung zum gemeinsamen Spielen konzipiert. Es ist immer wieder erstaunlich, wie Nichtbehinderte mit Behinderten so ein Parcours überwinden können oder wie beispielsweise ein Rollstuhlfahrer, also ein Kind, das an den Rollstuhl gebunden ist, aber ganz andere Kräfteverhältnisse in den Armen aufwenden kann und somit nicht behinderten Kindern definitiv überlegen ist. Finanziell wurde der Umbau vom Kinderhilfswerk mit 120.000 Euro unterstützt. Die Stadt Frankfurt beteiligte sich mit 60.000 Euro. Der Spielplatz im Fechenheimer Heinrich-Kraft-Park wurde 1996 als erster integrativer Spielplatz in ganz Deutschland gebaut.